Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das Thema, das ich heute gewählt habe, ist der Islam eine friedliche Religion? In der Dawa, das heißt im Aufruf zum Islam, haben wir es eigentlich immer mit verschiedenen Gruppen von Menschen zu tun. Und zwar erstens Muslime, die praktizierend sind. Zweitens Muslime, die weniger praktizierend sind, das heißt, die viele große Sünden machen oder in den Sünden mehr oder weniger versunken sind. Dann Muslime mit falschen Verständnissen von bestimmten Dingen, die zum Beispiel bestimmten Erneuerungen in der Religion folgen oder bestimmten Fehlverständnissen folgen. Und Nicht-Muslimen halt. Ja, das sind diese Gruppen, mit denen wir zu tun haben. Ich habe heute das Thema gewählt, ist der Islam eine friedliche Religion? Weil ich glaube, dass dieses Thema alle diese Gruppen anspricht. Erstmal für Nicht-Muslime ist das ziemlich interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen, gerade weil man immer wieder hört, der Islam ist eine Religion des Krieges. Gerade die Islamhasser oder diejenigen, die versuchen, die Menschen gegen den Islam aufzuhetzen, versuchen immer wieder dieses Thema aufzumachen. Auf der anderen Seite, praktizierende Muslime sollten auch Argumente dadurch lernen und auch gerade Prediger oder Leute, die zum Islam rufen, können, glaube ich, hierdurch sehr, sehr viel lernen. Ich sehe immer wieder, dass viele Muslime große Fehler machen in der Herangehensweise bei bestimmten Themen. Da werde ich auch nachher darauf eingehen. Erstmal für verwirrte Muslime, ja, die in bestimmten Foren konfrontiert werden mit bestimmten Themen, ja. Und sie fangen dann oft an zu reden ohne Wissen. Irgendjemand macht einen Vorwurf über den Islam, der Islam sagt dieses, der Islam sagt jenes und sie wissen nicht, wie sie darauf antworten sollen und machen dann große Fehler. Und hier gebe ich erstmal einen Tipp für jeden. Es ist keine Schande zu sagen, ich weiß es nicht. Die wichtigste Frage, die wir beantworten müssen, ist die Frage, oder wo wir wissen müssen, wie wir sie beantworten, ist die Frage, wo ich die Antwort nicht kenne. Wenn ich eine Antwort nicht kenne, sage ich einfach, guck mal, bei uns in der Religion dürfen wir nicht ohne Wissen reden. Ich denke, ich weiß die Antwort, aber ich will mich nochmal vergewissern. Gib mir deine Telefonnummer oder gib mir deine E-Mail-Adresse und ich frage jemanden, der mehr Wissen hat über diese Sache. Weil man kann nicht alles wissen. Es ist bei uns nicht so wie in anderen Religionen, wo ich einfach irgendetwas erfinden kann. Selbst große Gelehrte sagen in manchen Fällen, muss ich nochmal nachschlagen. Warum? Weil jeder von uns vergisst. Ich habe vielleicht etwas vor 10 Jahren gelesen, aber ich weiß heute, ich habe das nur noch vage im Kopf. Ja? Und es ist sehr, sehr gefährlich, in der Religion ohne Wissen zu reden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-A'raf, Vers 33, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Das heißt, إنما حرم ربكم, euer Herr, mein Herr, der hat nur verboten, ja, erstmal innam harum fawahisha, das heißt die Schändlichkeiten, was offensichtlich davon ist und was verborgen davon ist. Das heißt, egal ob du die Schändlichkeit öffentlich machst oder ob du sie verborgen machst. Wenn du sie öffentlich machst, ist es noch schlimmer, weil du eventuell andere noch damit animierst. Wadoch Rabbi, innam harum Rabbi, al-fawahisha madhara minyam al-batan. Ja, dann, und die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht. Und dass du Allah gegenüber jemanden beigesellst, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat. Und dass du über Allah sprichst, was du nicht weißt. Und da geht es auch um das Sprechen über die Religion. Das heißt, wir reden, wenn wir wissen, dass etwas richtig ist. Und es ist leider ein Dilemma, dass heute wirklich jeder 16-Jährige, der gestern angefangen hat, die Religion zu praktizieren, anfängt auf TikTok irgendwas zu erzählen, wo du dir manchmal denkst, hätte man sich zur damaligen Zeit nicht gewünscht. Und
Deswegen keine Diskussion ohne Wissen und schon gar nicht mit Leuten, die nichts anderes zu tun haben, als sich damit zu beschäftigen, wie sie den Islam schlecht machen können. Und so kommen so viele, jeden Tag kommen, oder nicht jeden Tag, ist übertrieben, aber sehr häufig kommen dann Nachrichten zu mir, wo Leute verwirrt sind, weil sie auf irgendwelche Social-Media-Plattformen gehen, von Islamhassern, sich deren Beiträge angucken, danach total verwirrt sind. Das einfachste Mittel ist, klicke diese Leute nicht an. Jeder Klick ist eine Unterstützung, indem man deren Reichweite erhöht. Schau dir lieber die Vorträge der Islamprediger an und vieles von diesen Vorwürfen, oder fast alles, haben wir schon vor 10 Jahren oder so widerlegt. So, das erstmal dazu. Dann Prediger. Warum ist für Prediger dieses Thema wichtig? Ja. Es ist häufig so, dass Leute anfangen, die Religion zu verbreiten oder Dauer zu machen, auch im privaten Bereich, mit einer guten Absicht, weil sie die Religion lieben. Und mit der Zeit, wenn sie mit solchen Fragen konfrontiert werden, der Islam ist eine gewalttätige Religion, der Islam unterdrückt die Frau, der Islam hat dieses und jenes. Mit der Zeit schleichen sich bestimmte Sachen ein. Erstens, dass sie die Religion anfangen zu verdrehen, um sie den Leuten schmackhaft zu machen. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, dass sie einen falschen Maßstab für die Richtigkeit der Religion annehmen und den auch so suggerieren für ihre Zuhörer. Und das ist auch sehr gefährlich. Ich gebe ein Beispiel erstmal vom ersten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Sure Nahl, Vers 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'idati al-hasana wa jadilhum billati hi ahsan. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Dies wird von den Gelehrten so interpretiert. Erstmal, Imam Tabari, der bei vielen als der größte Tafsir-Gelehrte von Al-Sunnah wal-Jama'ah gilt, sagt, mit Hikma ist hier gemeint, zu Koran und Sunnah. Rufe zum Weg Allahs mit Koran und Sunnah. Weil viele verstehen unter Hikma immer Weisheit, dass man einfach nur sanftmütig mit jemandem redet. Aber der Prophet a.s.w. war in bestimmten Situationen, wenn er Leute ermahnt hat, war er sehr streng mit ihnen gewesen. Insbesondere, wenn Leute die Religion schwer gemacht haben oder wenn Leute Schirk gemacht haben. Hat er zum Beispiel jemand sagt zu ihm, Masha Allah, Masha, was Allah will und was du willst. Da sagt der Prophet a.s.w. sofort, Wayhak, wehe dir, aj'alta lillahi niddan, hast du mich zu einem Partner neben Allah gemacht? Bel Masha Allah wahda. Nein, was Allah alleine will. Kul Masha Allahu thumma shi'ta. Sag, was Allah will und dann, was du willst. Dann zum Beispiel hat der Prophet eingesehen, der hatte so ein Band gehabt, so eine Art Glücksbringer, das Heil bringen soll. Was hat der Prophet a.s.w. gemacht? Er hat erstmal gesagt, was ist das, was du da hast? Was ist das? Was hast du? Das heißt, erstmal, bevor wir jemanden korrigieren, vergewissern wir uns, was macht er, warum macht er das. Dann sagt er, minul wahina, das heißt wegen der Schwäche, krank, so eine Art Krankheit. Dann sagt er zu ihm, nimm die weg, an siha, fa inna la tuziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa hiya alayk, ma aflahta abada. Mach die weg, denn die wird dir nur Schwäche hinzufügen. Wenn du sterben würdest und du hättest sie an dir, würdest du niemals Erfolg haben. Das heißt, er hat sehr, sehr stark mit denen geredet. Oder zum Beispiel, als ein Sahabi bei einer Schlacht, bei einer Reise gestorben ist, weil andere Sahaba ihm befohlen haben, Wudu zu machen, obwohl er hätte Tayammum machen können, hat sie sehr heftig deswegen kritisiert, sofort. Das heißt, die Weisheit ist zu unterschiedlichen Situationen unterschiedlich. Man muss auch manchmal die Zähne zeigen, aber das dazu. Aber worauf will ich hier hinaus? Ich soll mit Weisheit zum Weg Allahs rufen. Nicht zu mir, zum Weg Allahs.
Das heißt, ich muss immer bei der korrekten Botschaft bleiben. Nehmen wir mal an, wir haben einen Postboten. Das heißt, er bringt diese Post über die Tür. Er klingelt an der Tür, wo der Ort ist, wo er zu klingeln hat. Er klettert nicht über den Balkon, um das Paket abzugeben. Oder geht durch den Garten durch oder schlägt die Scheibe ein. Und genauso bei uns, wir gehen den Weg, den besten Weg, um das Paket, die Botschaft abzugeben. Aber wie der Postbote, der hat nicht das Recht, an dem Paket etwas zu ändern, sonst kriegt er Ärger mit seinem Arbeitgeber. Wenn du einen Essensdienst anrufst und du bestellst ein Essen, dass die Essen vorbeibringen, und dann geht der Typ vom Essensdienst hin und sagt, ach nee, weißt du was, hier die Pasta, die bestellt haben, die nehme ich für mich, ich gebe denen dafür was Besseres, ich gehe jetzt gleich Gyros kaufen, dann tue ich den Gyros rein, das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben kein Recht, an dem etwas zu ändern, an der Botschaft Allahs etwas zu ändern. Und hier zähle ich einen Vers auf, der da noch deutlicher ist. Dort sagt der Prophet, dort sagt Allah zum Propheten, Kul, Sure 12, Vers 108, Kul hadi sabili, sprich, dies ist mein Weg. Atu ila Allahi ala Basira. Ich rufe zu Allah mit was? Mit Basira. Fester Einsicht, festem Wissen. Ana wa man itabani. Ich und die, die mir folgen. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Und gepriesen sei Allah und ich gehöre nicht zu den Mushrikin. Was ist hier das Wichtige, worauf ich hinaus will? Erstmal sagt er, ich rufe zu Allah. Nicht zu mir, nicht zu der Gruppe XY, sondern ich rufe zu Allah. Und das heißt, die Botschaft von Allah, ja, darf nicht verändert werden. Mit was? Mit festem Wissen von Koran und Sunna. Ich und die, die mir folgen. Das bedeutet, wenn wir wirklich dem Propheten folgen wollen, müssen wir diese Eigenschaften haben, dass wir zu Allah rufen mit festem Wissen. Was sagt er danach? Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Und gepriesen sei Allah und ich gehöre nicht zu den Mushrikin. Man denkt auf den ersten Blick, was hat jetzt dieser erste Satz oder der erste Teil des Verses mit dem zweiten Teil des Verses zu tun? Was hat, ich gehöre nicht zu den Mushrikin, damit zu tun, dass ich zum Weg Allahs rufe? Was hat das damit zu tun? Und oft ist es so im Koran, wenn du einen Vers hast, wo etwas vorkommt, wo du eigentlich auf den ersten Blick dir denkst, passt eigentlich gar nicht dahin. Natürlich, wir glauben, das passt dahin, weil Allah ist der Allweise, aber dann ist da gerade etwas, steckt da etwas drin, wo man drüber nachdenkt. Wo man drüber nachdenken muss. Ich gehöre nicht zu den Mushrikin. Das bedeutet, mein Weg ist losgesagt von deren Weg. Und diese Haltung muss man immer behalten. Und das ist gerade das, wenn man Erfahrung in der Dawa hat, wo viele vom Weg abkommen. Durch den Druck, den sie bekommen. Allah sagt im Koran zum Propheten, وَتُهُلَوْ تُتْهِنُوا فَيُتْهِنُونَ in Surah Al-Qalam, die 80 Suren. Sie wollen, dass du schmeichelst, sodass sie schmeicheln. Allah sagt in Surat al-Isra, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ أَنِّي الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَ غَيْرَ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَكَدْ كِئْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Das heißt, und beinahe hätten sie dich, natürlich der Prophet ist gefestigt, von dem abgebracht, was wir dir offenbart haben, damit du etwas anderes ersinnst. Gegen etwas anderes ersinnst. Und hättest du das gemacht, hätten sie dich zu ihrem engen Freund gemacht. Und hätten wir dich nicht gefestigt, hättest du wahrlich ein wenig Anlehnung bei ihnen gesucht. Und dann hätten wir dir die vermehrte Strafe im Diesseits und die vermehrte Strafe im Jenseits gegeben. Dies sagt Allah zum Propheten, warum? Damit wir vorbereitet sind, damit wir uns sagen, wir brauchen die Festigung. Wir können nicht mal ein bisschen Anlehnung suchen. Das ist das, was wir häufig gesehen haben. Und ich werde gleich einige Beispiele dafür geben, wo Leute, zumindest eine dieser Personen, angefangen haben, wollten, glaube ich, etwas Gutes für den Islam. Und da sie den falschen Maßstab gesetzt bekommen haben und den Leuten gefallen wollten, sind sie komplett in die Irre, bis in den Kuffer gelandet. Ja?
Jetzt kommen wir nämlich zum Thema. Man nimmt den falschen Maßstab als Maßstab für die Wahrheit. Nämlich welchen Maßstab? Den Maßstab der hiesigen Gesellschaft. Was ist das für eine Gesellschaft? Eine säkulare Gesellschaft. Beziehungsweise in manchen Ländern, Deutschland nicht, zum Beispiel Frankreich, ist eine laizistische Gesellschaft, die noch strenger getrennt ist, noch strenger getrennt zwischen der Gesellschaft, beziehungsweise der Politik und der Religion. Ja? So. Und wie sieht dieser Maßstab genau aus? Es wird suggeriert, dass eine Religion richtig ist, wenn sie tolerant ist, dass eine Religion richtig ist, wenn sie Gleichberechtigung hat zwischen Mann und Frau, Gleichberechtigung der Religionen hat, wenn sie friedlich ist. Das ist das, was suggeriert wird. Und ich will nicht an dieser Stelle sagen, dass der Islam nicht tolerant ist oder dass der Islam nicht friedlich ist. Aber nach welcher Definition? Nach deren Definition? Wenn wir diesen Maßstab annehmen, müssen wir alles akzeptieren. Und das ist das Problem, was viele dann haben. Sie werden mit so einem Thema konfrontiert. Dann wird zu ihnen gesagt, ja, wo ist die Gleichberechtigung bei euch? Und er denkt jetzt, damit der Islam richtig ist, muss er ja irgendwo die Gleichberechtigung finden. Und sie fangen dann an, etwas im Koran umzuinterpretieren, bis es sie in den Kuffer hineinbringt. Beispielsweise, bestes Beispiel, LGBT. Es fangen Leute an und versuchen, Dinge, die im Koran klar und deutlich als Fahisha beschrieben werden, an dutzenden Stellen, die seit mit einem Konsens verboten sind, versuchen sie als was darzustellen? Nein, das ist Vergewaltigung. Ich habe darüber einen Vortrag gemacht, will die LGBT-Bewegung den Islam verfälschen? Dazu hat ein homosexueller Muslim gesagt, das ist der beste Vortrag, den er jemals über dieses Thema gesehen hat. Ich empfehle euch das einfach mal weiter. Dieser homosexuelle Muslim, der hat mich übrigens 10 Jahre davor kontaktiert, weil ich einen Vortrag über Homosexualität gemacht habe. Er sagt, ich habe dieses Gefühl, ich habe gedacht, ich könnte gar kein Muslim sein. Durch deinen Vortrag habe ich verstanden, ich bin ein Muslim. Ich glaube ja, dass der Islam richtig ist, aber ich darf halt diese Sünde nicht ausleben. So, das ist es. Das heißt, das wird so suggeriert, zum Beispiel der Islam hat nichts mit Politik zu tun. Die richtige Religion darf nichts mit Politik zu tun haben. Die darf damit nichts zu tun haben. Und dann fängt man an, zum Beispiel Regeln, die im Koran vorhanden sind, umzuinterpretieren. Ja, das war ja zur damaligen Zeit, wir müssen also im historischen Kontext erklären und so weiter und so fort. Und Leute, die das Richtige predigen, werden dann als radikal eingestuft. Ja, zum Beispiel Hand abpacken, ja, das war ja zur damaligen Zeit, da waren die Leute noch nicht so fortgeschritten. Was ist der Unterschied im historischen Kontext zwischen einer Hand, die heute abgehackt wird, und einer Hand, die vor 1400 Jahren abgehackt wird? Heute kannst du es noch besser, kannst du besser desinfizieren, kannst du besser sicher gehen, dass er nicht dabei stirbt oder was auch immer. Das heißt, es ist völliger Blödsinn, was hier erzählt wird. Und das wird uns aber vorgeschrieben. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und wenn wir diesen Maßstab akzeptieren bei der Dawa, werden wir immer ausgespielt. Wir werden immer ausgespielt. Ich gebe euch ein Beispiel. Gleichberechtigung. Als Beispiel. Du versuchst, nein, der Islam ist richtig Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Und dann sagt er zu dir, okay, im Islam darf der Mann 4 Frauen halten, die Frau aber nicht 4 Männer. Wo ist jetzt die Gleichberechtigung? Ja, so und so. Guck mal, worüber redest du? Kopftuch. Nehmen wir Kopftuch. Wir reden dann die ganze Zeit über die Weisheit des Kopftuchs. Wir als Muslime glauben, dass jede Regel, die Allah erlassen hat, eine Weisheit hat, die dazu führt, dass wir uns ergänzen, dass wir uns gegenseitig helfen, die das Beste für das Individuum ist und das Beste für die Gesellschaft ist. Aber wir können das nicht unbedingt sofort erkennen. Warum? Weil die Regelungen von Allah auf was basieren? Auf seinem Wissen. Das Wissen von Allah über unserem Wissen steht. Wir als Muslime erkennen oder haben erkannt durch den Koran, dass unser Wissen begrenzt ist. Und da unser Wissen begrenzt ist, können wir auch Fehler machen. Aber wir befinden uns dann in einer Sackgasse, wir kommen da nicht mehr raus.
Und ich gebe euch hier ein Beispiel, was mir vor Jahren passiert ist. Vor Jahren kam jemand zu mir bei einem Vortrag auf die Bühne. Und er meinte zu mir, und er hat das Mikrofon genommen und hat eine kritische Frage gestellt. Ja, ich habe da mal eine Frage. Wie ist das denn jetzt beispielsweise in einem islamischen Land, wenn das jetzt nach Scharia herrschen würde und ich würde vom Islam abfallen, würde es dann nicht die Todesstrafe geben? Und er denkt, er hat voll den Burner gebracht. Ja? Und da sitzen Nicht-Muslime und so weiter und so fort. So, wie gehst du jetzt vor? Die meisten, die du fragen würdest, ich habe das schon mal gesehen, da haben Schuyuch darüber gesprochen, welche Fragen sollte man in der Da'wa nicht beantworten. Die Sache ist, wenn ich die Frage nicht beantworte, dann denken die Leute, wir haben was zu verheimlichen. Und wenn ich was zu verheimlichen habe, ist meine Botschaft schwach. Wer was zu verheimlichen hat, guck mal, das ist ein mentales Problem und das ist eine psychologische Botschaft. Wenn du dich verhältst, wenn du beispielsweise durch den Supermarkt gehst, bist du am Gucken. Man denkt sofort, was ist mit dem bloß? Der hat irgendwas zu verheimlichen. Das heißt, irgendwas stimmt bei dem nicht. Und zu verheimlichen hat nur derjenige, der schwach ist. Wer stark ist, kann mit erhobener Brust rausgehen. Er hat die Frage gestellt. So. Dann sagt er, so. Dann geht er, und ich so, nehme das Mikrofon. Das, danke, ist eine gute Frage. Stimmt, hast recht. Der guckt mich an. Dann geht der so auf seinen Platz zurück. Wie so ein Hund, der getreten wurde. Und das Publikum, die Nicht-Muslime, die haben das gar nicht so registriert, weil ich damit umgegangen bin, so wie, ist nichts Schlimmes. Ist ganz normal. Die Wirkung ist oft wichtiger als der Inhalt. Dann habe ich aber einige Sachen dazu. Als habe ich gesagt, man muss ja aber eine Sache verstehen. Im Islam gibt es Dinge, die zu schützen sind. Und das, was am wichtigsten zu schützen ist, im Gegenteil zur westlichen Ideologie, nicht das Leben und die Freiheit, sondern die Religion. Und dies findest du übrigens auch in der Bibel, in Deuteronomium 13, wo nämlich dasselbe steht. Wenn dein Bruder aber anderen Göttern dient, also abgefallen ist vom Glauben, und versucht dich dazu zu verführen, so sollst du keine Gnade mit ihnen haben, du sollst ihn zu den Eltern des Hauses führen und sie sollen ihn steinigen und so weiter und so fort. Ja, das habe ich schon noch ergänzt dazu. Auf jeden Fall jetzt zu diesem Typen, ja, der da gekommen ist, der hat mir dann kurze Zeit später eine Nachricht geschrieben. Hat er gesagt, ja, ich wollte sagen, ich war voll beeindruckt von dem Vortrag, weil ich sowas noch nicht erlebt habe. Ich bin selber Prediger in einer evangelikalen Kirche. Ich kann Hebräisch, ich kann Griechisch, ich studiere auch, bin auch noch weiter am Studieren und ich halte Reden in der Kirche. Aber bei uns sagt man immer, wer so redet mit dieser Überzeugungskraft, der ist vom Heiligen Geist inspiriert, so wie du geredet hast. Aber bei dir kann ja nicht der Heilige Geist sein, weil du bist ja ein Moslem. Kann ja nicht sein. Also möchte ich jetzt wissen, was das ist, was dir hilft. Und deswegen möchte ich jetzt Arabisch lernen. Die Geschichte habe ich ungefähr ein halbes Jahr später bei einem Vortrag in der Moschee erzählt, um zu sagen, schämt euch nicht, eure Religion zu verbreiten. Am selben Tag kriege ich eine Nachricht auf Facebook, ich habe heute den Islam angenommen. Den Islam angenommen. Wen Allah recht leiten will, den leitet er recht. Aber was habe ich hier gemacht? Guck mal, ich habe nicht den Maßstab genommen, sein Maßstab, die Religion ist richtig, wenn sie den Menschenrechten, was weiß ich, der Genfer Konvention oder was weiß ich entspricht. Ich habe gesagt, das hat Allah so, ist so, Pech gehabt für dich. Das heißt, was muss er jetzt? Er muss jetzt auf meinem Spielfeld spielen. Ich spiele nicht mehr auf seinem Spiel, ich spiele nicht mit dem Basketballer, wo ich Fußballspieler bin. Nimm den besten Fußballspieler und lass ihn in der Oberliga Basketball spielen, der ist die größte Pfeife. So einfach ist das. Da kannst du Cristiano Ronaldo nehmen, weil das eine andere Sportart ist. Um die Richtigkeit des Islam zu beweisen, geht es nicht darum, die Friedlichkeit zu beweisen, auch wenn das heute unser Thema ist. Es geht darum zu beweisen, dass der Islam richtig ist, das heißt von Allah kommt. Und das beweise ich nicht, damit ich mich jemandem vom Kopf darüber zeuge. Ich kann eine Frau davon überzeugen,
dass das Kopftuch eine super Regelung ist. Und die trägt danach Kopftuch. Vielleicht überzeugt das die auch dann, dass der Islam richtig ist, weil sie denkt, boah, so eine Weisheit, so krass, das kann eigentlich nur von Gott sein. Okay. Aber der Kern der Frage ist, gibt es einen Gott? Ist Mohammed wahrlich ein Gesandter Allahs? Und ist der Koran das unverfälschte Wort Gottes? Darum dreht es sich. Es kann eine Frau anfangen, Kopftuch zu tragen, weil die sagt, boah, ich finde das schön und ich finde, das hat einen Sinn. Es kann eine Person aufhören, Zina zu machen, weil er sagt, hey, ich habe mich mit der Religion beschäftigt und eigentlich sollte man das nicht tun. Es könnte sein, dass jemand aufhört, Schweinefleisch zu essen, weil er sagt, hey, das ist echt schädlich. Das hat ihn aber noch nicht zum Islam geführt. So. Das heißt, was ist diese Botschaft dieser liberalen Menschen? Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Das ist die Religion. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Was sagen wir dazu? Stimmt, Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Richtig. Aber nach welchem Maßstab ein guter Mensch? Adolf Hitler ist noch heute, nach Tausenden von Nazis, ein guter Mensch. Stalin ist aus seiner, ist so, da gibt es Millionen von Anhängern von Stalin, die sagen, sie sind, ist ein guter Mensch. Der hat 50 Millionen Menschen umgebracht. So, guter Mensch nach dem Maßstab Allahs, nach der Botschaft. So, und bei, wie gesagt, bei manchen geht es dann so weit, dass sie die Religion so verfälschen, so ihren Gelüsten anpassen, dass sie sogar in den Kuffer hineinfallen. Und ich gebe euch hier ein Beispiel von einer Dame namens Lamia Kador. Möge Allah sie recht leiten. Wenn man sich diese Frau durchliest, ja, ich habe hier auch einen anderen, ich habe hier so einen algerischen Typen, ja, das ist zum Beispiel ein selbstherrlicher Selbstdarsteller, dann haben wir hier noch jemanden, der andere Probleme hat, Mohammed Rashide. Dann haben wir einen wie Hamid Abdus Samad, der seine eigene Schwäche, nämlich den Geboten Allahs, nicht folgen zu können, dann als Ausrede genommen, um nach Fehlern im Islam zu suchen. Die hat dann die Fehler dem Islam zugeschrieben, anstatt sich selber. Weil wenn du sein Buch liest, du merkst das. Sein Buch erzählt die ganzen Missstände. Er ist zweimal vergewaltigt worden als Kind, wer ist schuld? Der Islam. Die Klimawandlung, wer ist schuld? Der Islam. Alles ist auf einmal der Islam schuld. Nein, das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Er erzählt in seinem Buch Untergang der islamischen Welt auf 300 Seiten, der Untergang der islamischen Welt, warum die islamische Welt untergeht. Da erzählt er die ganze Zeit, was da passiert ist und da passiert ist und da passiert ist und da passiert ist. Und dann denkst du die ganze Zeit, ja, okay, was führt jetzt dazu, dass die islamische Welt untergeht? Und dann erzählt er, ganz am Ende, Experten rechnen damit, durch den Klimawandel, ja, und die damit einhergehende Ressourcenarmut von Wasser, die islamische Welt, also der links, untergehen wird. Er will also sagen, dass also, weil es da ja so wenig Grundwasser gibt, in der arabischen Welt, für ihn ist wahrscheinlich die islamische Welt die arabische Welt, will er sagen, würden die dem Islam nicht folgen, dann hätten die natürlich innovativ etwas erfunden, um diesem Problem entgegenzukommen. Dass aber in Deutschland, die auch keine Antworten darauf haben und die davon ausgehen, dass in 100 Jahren wir hier alle mit dem Boot am Schwimmen sind, weil alles unter Wasser steht, weil hier haben wir ein anderes Problem. Hier haben wir nicht das Problem, dass es zu wenig Wasser gibt. Hier haben wir das Problem, dass es zu viel Wasser gibt. Das interessiert ihn nicht. Warum? Weil er einfach nur nach Hassel. Aber diese Frau hier, man merkt, sie wollte eigentlich den Islam lernen und verteidigen. Und das hat sie dann dazu geführt, dass alles, was sie gebracht hat, eigentlich Abweisung gefunden hat. Warum? Weil sie den falschen Maßstab genommen hat. Ihr Maßstab war auf einmal die säkulare Welt. Und das haben so viele. Da gibt es auch noch so einen Doktor irgendwas, Tunesier, der früher wohl auch
auf dem richtigen Weg gewesen ist. Und jetzt erzählt er, ja, man muss nicht heiraten, das müssen nur die Eltern wissen, muss offiziell sein, gibt es keine Regelung für im Islam. Ja. Also solange das offiziell ist, ja, feste Beziehung halt, feste Freundin, ist das kein Problem. Und Hijab ist auch keine Pflicht und so. Warum? Aber warum? Warum? Weil er zu schwach ist, diesem Druck standzuhalten, zu sagen, das ist die Botschaft, Allah ist die Wahrheit, was die anderen erzählen, interessiert mich nicht. Man muss diese Stärke haben. So, hier zum Beispiel sie erzählt dir zum Beispiel, ja, so, erzählt hier zum Beispiel in diesem Buch über ihren Religionsunterricht. Erzählt sie. Da kommt also ein Journalist in ihre Klasse und ist sie ganz stolz über die Antwort ihrer Islamschüler, die sie ja so schön erzogen hat. Weil diese Islam, so hier. Ein Journalist fragte während seines Besuchs in meiner Islamkundestunde die Schüler, ob nach ihrer Meinung Nichtmuslime nach ihrem Tod ins Paradies oder in die Hölle kommen würden. Wir reden natürlich von Nichtmuslimen, die vom Islam gehört haben. Richtig gehört haben. Wir reden nicht von irgendjemandem, der vielleicht geistig behindert war oder zu alt war, um es zu verstehen oder was weiß ich, irgendwo im Amazonas-Dschungel aufgewachsen ist, nie was davon mitbekommen hat, keine Ahnung. Wir reden jetzt von Leuten, die den Islam abgelehnt haben, obwohl sie vom Islam die Botschaft bekommen haben. Okay, so. Die spontane Frage des fremden Mannes beantworten die Zehntklässler unisono damit, dass es ihnen im Grunde genommen nicht zustände, über Dinge zu richten, die nur Gott etwas angingen. Das ist ein typisches Schema der Liberalen. Damit wollen sie die Leute davon abwenden. Also uns steht es ja nicht zu, darüber zu urteilen, weil das ist ja Allahs Angelegenheit. Ach so? Stimmt, das ist Allahs Angelegenheit. Das heißt, Allah hat uns nicht klargemacht im Koran, was der Weg ins Paradies ist und was der Weg in die Hölle ist. Wofür wurde der Koran denn dann herabgesandt? Hudal lil muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Wa kadhalika nufassiru al-ayat walitastabina sabil mujrimin. Und so machen wir die Verse klar, damit die Wege der Übeltäter klar werden. Das heißt, damit wir wissen, was sind die Wege der Übeltäter. Das ist eine, guck mal, diese Aussage, die hat sich so verbreitet unter Muslimen, garantiert durch den Islamunterricht, weil ich gehe davon aus, Islamkundeunterricht, dass das ja nicht die einzige Schule ist, wo sowas erzählt wurde. Ja? Weil mich hat einmal so eine Islamlehrerin beschimpft, wie könnte ich sowas über den Islamunterricht erzählen und so weiter. Also ich habe Indizien dafür. Ich habe hier eine Lehrerin dafür, zu mir kamen verschiedene Kinder auch, die erzählt haben, dass ihr Lehrer gesagt hat, man muss nicht im Ramadan fasten und so, wenn man zur Schule geht und all so ein Kram. So, auf jeden Fall, wenn es ist eine Beschimpfung des Korans, zu sagen, dass der Koran uns nicht sagen würde, welcher Weg richtig und welcher Weg falsch ist. Ganz klar. Es ist eine Entwertung, ja, des Korans, des Islams, wenn ich sage, der Islam ist nicht die einzig wahre Religion. Die Leute denken, sie machen damit den Islam schön, dabei machen sie den Islam überhaupt nicht schön damit, weil du sagst ja damit, der Islam ist eine Religion wie jede andere und es widerspricht dem Islam. Und damit wollen sie den Leuten gefallen. Okay, wie viele haben bei dir den Islam angenommen mit dieser Methode? Kein Mensch. Allah sagt im Koran, ganz klar und deutlich zu Ali Imran, Sura 3, Vers 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. So, jetzt guck mal weiter, was sie schreibt. Also da steht dir nicht zu sagen, was richtig und falsch ist. Oh, schön, boah. Ich bin so stolz auf euch, meine Klasse, dass ihr diese wunderschöne Antwort gegeben habt. Sie selbst hätten keinerlei Tendenz in dieser Frage. Also wir haben gar keine Tendenz. Wir sind einfach so Muslime aus Zufall und ja, wir können nichts dafür. Keine Tendenz in dieser Frage. Zumal sie ja gelernt hätten, dass Gott im Koran alle gläubigen Menschen gleich beurteilt, unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder nicht. Also alle gläubigen Menschen werden ja im Koran gleich beurteilt. Okay? Unabhängig, ob Muslime oder nicht. Aha, okay.
Also Allah sagt im Koran in Sure 5, Vers 17, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen haben den Glauben verleugnet, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Die haben den Glauben verleugnet. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Sure 18, Vers, Sure 18. Ja. Und um diejenigen zu warnen, die sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Warum werden die denn gewarnt, wenn das alles egal ist? Das heißt, das ist so eine Verfälschung des Islam. Es ist zum Heulen. Es ist zu Wut, den Tisch einzuschlagen. Aber machen wir heute nicht. Ja, es ist tatsächlich so. Wenn man so etwas hört, so, dann wer soll sonst sein? Die Leute, die nicht an Mohammed glauben? Allah sagt im Koran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا أُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Diejenigen, die den Glauben verleugnen, unsere Zeichen der Lüge bezichtigen, unsere Verse, den Koran, sie werden Gefährten des Feuers sein. Allah sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Wahrlich, diejenigen, die nicht an Allah und die Gesandten glauben. Und die versuchen, einen Unterschied zwischen den Gesandten zu machen. Und die sagen, wir glauben an die einen, aber glauben nicht an die anderen. Das sind, was ist mit denen? Die sind die wahren Ungläubigen. Allah sagt über das Volk von Nuh. Das Volk von Nuh, sagt er, كَذَّبَ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ. Das Volk von Nuh hat die, was? Die Mursalin verleugnet. Obwohl da nur ein Rasul zu ihnen gekommen ist. Warum? Weil Nuh eigentlich der erste Rasul gewesen ist. Mursalin sind mehrere Rasul? Ja. Mursal ist einer, Mursalin sind mehrere. So. Obwohl da nur einer hingekommen ist. Das Heil, weil Adam war der erste Prophet. Das ist, wie gesagt, auch ein längeres Thema. So, und dann sagen sie dazu, wenn du einen Propheten leugnest, ist, als wenn du alle geleugnet hast. So. Das dazu jetzt weiter. Der Journalist wollte es genauer wissen. So jetzt geht der Journalist, der hakt der Sache nochmal nach. Ja, weil die haben ja jetzt gesagt, alle gläubigen Menschen kommen ins Paradies. Okay, gut. Der Glaube ist bei uns übrigens, der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Propheten, der Glaube an den jüngsten Tagen, der Glaube an Al-Qadr, an alle Propheten. Wenn einer an einen Propheten nicht glaubt, nicht an den Propheten Mohammed glaubt, ist er kein Gläubiger. Klar und deutlich. Wenn einer nicht an Isa glaubt, ist er kein Gläubiger. So, jetzt. Der Journalist wollte es genauer wissen. Okay, alle Gläubigen boten nach, wie es sich denn mit Atheisten verhielte. Auch, was ist denn da mit Atheisten? Wollt ihr jetzt etwa sagen, dass Atheisten in die Hölle kommen? Hä? Das ist ja eine Diskriminierung der Atheisten. Ja. Auch hier antworten die Jugendlichen, dass ihnen eigentlich egal sei, dass sie selbst jeden Menschen eher danach beurteilten, wie er handelt und weniger danach, wie er glaubt. Das heißt, bei Atheisten kann man auch nicht wissen. Keine Ahnung. Das ist übrigens dasselbe, was Mohammed Rashide sagt. Die Antworten verblüfften mich zunächst. Da ich 2 Jahre zuvor noch von den gleichen Schülern belächelt wurde, als ich ihnen die koranischen Aussagen zu anderen Religionen erklärte, ich wurde von ihnen eher als naiv und unwissend abgestempelt, aber nach 5 Jahren Unterricht hatten sie offenbar etwas Wichtiges gelernt. Ein guter Islamkundeunterricht kann viel bewirken. Ja, das haben wir hier gesehen. Der kann bewirken, dass die Kinder mit dem Islam nichts mehr zu tun haben. Möge Allah uns bewahren, unsere Kinder bewahren nach ihm. Denn ein ernst gemeint, so, das ist das. Dann hier, dann erzählt sie hier, niemand kennt die absolute Wahrheit. Niemand kennt die absolute Wahrheit. Das heißt, wir kennen ja nicht die absolute Wahrheit. Was sagt denn Allah im Koran? Allah sagt im Koran in Sure 5, Vers 48, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ.
Wir haben zu dir die Ermahnung mit der Wahrheit herabgesandt. Wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit herabgesandt. Hier, das ist die absolute Wahrheit. Und wenn ich dieses Buch lese, wie kannst du dann zu mir sagen, ich kenne nicht die absolute Wahrheit? Ich kenne vielleicht nicht jedes Detail von der absoluten Wahrheit. Aber vieles von diesem Buch, ein großer Teil dieses Buch ist muhkam, klar und deutlich für jeden Menschen zu verstehen. Ansonsten hätte es ja keinen Sinn, das Buch herabzusenden. Und das ist eine andere Methode dieser Liberalen und Atheisten, dass sie versuchen, wie gesagt, keiner kann das verstehen. Und da kam zum Beispiel diese Lale Akgün, die hat auch ein Buch geschrieben über Islam, wo sie übrigens zugibt, dass sie noch nie Ramadan gefastet hat, weil sie ist ja in einem liberalen Haushalt groß geworden. Aber sie schreibt dann ein Buch über den Islam und man sieht dann, ich muss immer dann gucken, wer bei dem Buch mitgewirkt hat, Dankschreiben. Da hat sie dann mit der Ankara-Schule irgendwas, hat sie mit irgendwelchen Islam-Verfälschungsprofessoren von dort halt geredet und die haben ihr dann irgendwelche Tipps gegeben. Sie schreibt in ihrem Buch so über die doofen Fundamentalisten, die sind ja ganz bescheuert, ja, sie haben nicht verstanden, dass jedes Wort im Koran 50.000 Bedeutungen hat. 50.000 Bedeutungen. Wunderbar. Also, dann schreibt mir jetzt mal einen Brief und hat jedes Wort 50.000 Bedeutungen. Stell mal vor, im Straßenverkehr hat jedes Wort 50.000 Bedeutungen. Du stehst am Stoppschild. Stoppschild, Stopp heißt, gib Gas. Fahr rückwärts. Steig aus. Hup. Wie viele Bedeutungen? 50.000 Wörter, guck mal, 50.000 Wörter findest du in den meisten Wörterbüchern nicht. Das heißt, wenn du so ein Langscheiß-Wörterbuch Arabisch holst, hat 25.000 Wörter. Nur mal so nebenbei, ja. Also 50.000 Wörter können die meisten nicht von ihrer eigenen Muttersprache. Glaub es mir. Man sagt, mit 2.000 Wörtern einer Sprache kannst du dich schon so mit Händen und Füßen gut verständigen. So, gib mir mal dies, gib mir mal das. Mit 2000 Wörtern. Mit 2000 Wörtern. Das heißt 50.000, da kannst du dich schon so verständigen in der Sprache. Gut verständigen. Ja, da kannst du dich gut. Ja, aber Hände und Füße noch dazu, dann kannst du über alle Themen reden. Aber 50.000 Wörter, da musst du schon ein richtiger Professor an der Universität sein, so der seit 50 Jahren mit den härtesten Wörtern zu kämpfen hat hier. Das ist das. So, hier haben wir noch ein paar andere Beispiele von Leuten. Ich möchte da nicht zu sehr drauf eingehen. Ich glaube, ein Beispiel reicht erstmal, um zu sehen, wozu das Ganze führt. Hier habe ich zum Beispiel Mohammed Rashide. Ja? Bei ihm ist es so, er erzählt auch seine persönliche Geschichte. Ja, er kam ja nach Deutschland und da hat er eine Frau gehabt, die war Atheistin gewesen, die war so gut gewesen, die hat ihm geholfen. So, und er konnte sich dann einfach nicht damit beschäftigen, sich einfach nicht damit anfreuen, dass diese Frau in die Hölle gehen soll. Und dann hat er sich gedacht, Moment, die Hölle, da muss es doch was anderes geben. Hier steht das. Hier. Sie ist bekennende Art, im Laufe meines Soziologiestudiums an der Universität Wien durfte ich Dozentinnen und Dozenten kennen, die mich im Studium sehr unterstützt haben. Zu ihnen gehörte meine Doktormutter, die zuvor auch schon meine Magisterarbeit betreut hatte. Sie ist bekennende Atheistin, die mir in einigen Gesprächen erklärte, warum es für sie plausibel ist, dass die Welt ohne einen Gott funktioniert. Für sie ist die Idee eines Gottes eine Menschkonstruktion, um einige Phänomene in der Welt besser verstehen oder bestimmte Fragen beantworten zu können. Ich halte Funktor, bla bla. Meine Doktormutter lebt bei ihrer Mutter und kümmert sich selbstlos um sie, bis sie starb. Ich habe mich immer und immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass eine solche Person, die vorbildlich lebt, niemandem Schaden zufügt, ja sogar ganz im Gegenteil bemüht worden ist, junge Menschen, wie ich damals einer war, zu motivieren. Bla 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 bla. Könnt ihr euch das mal restlich vorstellen? Was ist dann das Ergebnis von dem davon? Das Ergebnis davon ist, wenn die Wiederauferstehung also eine Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes ist, stellt sich die Frage, was mit der Höllenstrafe gemeint sein kann. Dies verlangt von uns eine andere Leseart des Höllenfeuers und des Gerichtstages.
Der Ansatz, den ich hier vorstellen möchte, sieht im Jenseits, anders als es die Aschariten und Mu'tazililiten tun, nicht nur ein Gericht, dessen Ziel es ist, Gerechtigkeit wiederherzustellen, sondern darüber hinaus eine Phase der Transformation, mit der die Menschen zur ewigen Glückseligkeit, also die Gemeinschaft mit Gott, gelangen, indem sie Gottes Barmherzigkeit in ihrer absoluten Vollkommenheit erfahren und erleben. Es geht also auch um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, aber zugleich um noch mehr als das. Diejenigen, die Gutes tun, erwartet Gutes und viel mehr. Gott hat großes Interesse daran, seine ursprüngliche Intention bei der Schöpfung, nämlich Mitliebende zu haben, die er in seiner Gemeinschaft einschließt, zu realisieren. Er tut alles dafür, dass sein Plan Wirklichkeit wird. Auch wenn wir im Jenseits sind, wird er weiterhin alles dafür tun. Okay, ja, hör mal auf mit den Luftblasen jetzt. Jetzt, bitte, ich möchte was verstehen. Es war jetzt nur um heißen Brei gelabert. Ja klar, nur mal so jetzt. Die Hölle ist demnach zu kein Ort der Bestrafung, sondern steht symbolisch für das Leid und die Qual, die der Mensch im Laufe dieser Transformationsprozess erlebt. Dabei begegnet er einerseits der unendlichen barmherzigen Liebe Gottes, die versetzt ihn in Scham und Demut. Da ihm bewusst wird, dass er in seinem Leben Nein zu dieser Liebe und Barmherzigkeit gesagt hat. Andererseits wird er mit seiner eigenen Wahrheit konfrontiert, mit dem wahren Ich und seinen Verfehlungen. Jetzt bin ich aber traurig. Ich habe im Jenseits was falsch gemacht. Ich habe meinen Hund einschläfern lassen, vielleicht hätte ich ihn noch länger leben lassen. Ich habe meine Frau angelogen. Ja. Habe ich noch falsch gemacht? Guck dir das mal an. So wird die ganze Hölle verniedlicht. Ist das der Weg des Propheten? Nein, natürlich nicht. So. Guck mal, und jetzt, guck mal, ich habe jetzt einfach mal den Koran hier, ich schlag den einfach mal auf. Hölle gibt es nicht. Also, das ist nur eine Transformation. Ne? Ich habe einfach eine Seite aufgeschlagen. Soll ich nochmal eine Seite? Ich mach's. Ja, hier. Sag nicht, leisten das Schlechte nur das Gut, auch wenn die Menge des Schlechten dir gefallen sollte. Darum fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt, auf dass es euch wohlergehen möge. Das ist ein Satz. Warum sollen wir denn Allah fürchten? Damit es dir wohlergeht. Ja klar, natürlich. Hier. Dann gehen wir nochmal hier. Hier. Einfach mal aufgeschlagen. Hier war jetzt nichts von der Hölle. Gucken. Hier. Bitteschön. Hier. Der da sagte, gehörst du wirklich denen, die dies für wahr halten? Wenn wir verstorben und zu Erde und Knochen geworden, sollen wir denn dann wirklich vor Gericht gestellt werden? Er sagt, wollt ihr denn hinschauen? Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten im Höllenbrand. Das heißt, jemand sieht jemanden, mit dem er vorher gelebt hatte, der gesagt hat, das gibt nichts, sieht er den mitten im Höllenbrand. Er sagt, bei Allah, beinahe hättest du mich für wahr ins Verderben geschützt. Und ohne die Gnade meines Herrn würde ich nun wahrlich zu den Vorgeführten gehören. Hört sich das wie eine Transformation an? Werden wir tatsächlich nicht mehr sterben, außer unserem ersten, gehören wir tatsächlich nicht zu den Bestraften? Das ist doch wahrlich der großartige Erfolg. Für ein solches sollen diejenigen, die handeln, ihre Werke tun. Ist diese gastliche Aufnahme besser oder der Sakumbaum? Den haben wir zu einer Heimsuchung für die Ungerechten gemacht. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie für wahr eine Mischung von heißem Wasser. Guck mal. Perfekte, ganz explizit beschriebene körperliche Strafe. Da gibt es keine Transformation gesabbelt. So, aber so ist das bei gekommen. Die Einführung in LGBTQ mit Transformation bei der. Ja, ja, klar, ganz genau. So ist das. Das ist der Punkt. So. Und deswegen geht es nicht darum, ob der ist. Es geht hier nicht darum, ob der Islam tolerant ist. Es geht nicht darum, ob der Islam friedlich ist. Es geht nicht darum, ob der Islam für Gleichberechtigung ist. Es geht darum, ob der Islam die Wahrheit ist. Wann ist der Islam die Wahrheit? Wenn er vom allmächtigen Gott kommt. Wenn er unverfälscht ist. Und deswegen sind die Kernfragen hier. Gibt es einen Gott?
in der Dawa, in jeder Dawa mit Nicht-Muslimen, gibt es einen Gott? Ist er ein einzig wahrer Gott? Ist der Koran das unverfälschte Wort Gottes und war Mohammed ein wahrer Prophet? Davon müssen wir die Leute überzeugen. Wir müssen die Leute nicht davon überzeugen, dass der Islam für Gleichberechtigung ist. Und ich sage immer, Mann und Frau sind im Islam gleich, aber nicht identisch. Sage ich immer. Das ist meine Aussage. Nach meiner Beobachtung. Und ich sage dazu, Wallahu alam. Warum? Gleich im Sinne, nehmen wir mal an, wir haben einen Test in der Schule. Wir haben einen Test in der Schule und beide Schüler haben dieselbe Punktzahl. Aber wenn wir uns die einzelnen Aufgaben anschauen, hat der eine in Aufgabe 1 mehr Punkte als der andere und der andere in Aufgabe 2 mehr Punkte als der andere. Am Ende kommt dasselbe Ergebnis raus. So sehen wir, dass die Männer zum Beispiel viel mehr und viel schwieriger religiöse Verpflichtungen haben als die Frauen. Zum Beispiel etwas, was ganz häufig angesprochen wird, kommen wir auch gleich zu, sind zum Beispiel Befehle für die Verteidigung zu kämpfen und wie vielen das schwerfällt. Da ist die Frau ausgenommen von. Der Mann muss zum Gebet gehen, zur Moschee, wenn er den Gebetsruf hört. Die Frau nicht, die kann zu Hause machen. Der Mann muss immer beten, die Frau, wenn sie ihre Periode hat, muss sie nicht beten. Da gibt es so viele Beispiele. Dann, es gibt viele Verbote, die für Männer gelten, aber nicht für Frauen. Zum Beispiel, der Mann darf kein Gold tragen, der Mann darf keine Seide tragen und so weiter. Das heißt, aber das wird nicht betrachtet. Das ist etwas, was ich immer sage. Aber darum geht es auch nicht. Es geht, wie gesagt, um diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe. So. Und hier kommen wir erstmal zu einer Sache. Was ist ein großer Beweis für Gott? Wir können jetzt einen ganzen Vortrag machen über Beweise, dass es Gott gibt. Okay? Aber wollen wir nicht. Nur ganz kurz. Im Allgemeinen dieses Kausalitätsprinzip. Die Schöpfung, das heißt die Natur, ist ein Beweis für den Schöpfer, so wie das Bild ein Beweis für den Maler ist. Wenn du, das Handy ist ein Beweis, dass dahinter jemand stecken muss, der das Handy hergestellt hat. Das kann sich nicht alleine hergestellt haben. Und dieses Handy, ja, wenn wir das auf der Straße finden würden, dann würden wir nicht sagen, ja, hier gab es bestimmt einen Wirbelsturm und da haben sich irgendwelche Metallteilchen zusammengestellt. Keiner kommt auf die bekloppte Idee. Der Mensch ist komplizierter aufgebaut und geordneter aufgebaut als das Handy. Denn das Gehirn des Menschen hat im Endeffekt dieses Handy hergestellt. So. Das heißt, die Schöpfung, die Natur, ist ein Beweis für den Schöpfer. Okay, wir könnten tiefer da reingehen. Und in der Natur gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Religion Gottes friedlich sein muss. Gott hat Krokodile erschaffen. Die können sich nur ernähren, indem sie andere Tiere töten. Ja, das sind ja Krokodile. Ja, wer hat sie denn erschaffen? Ja, die können ja nicht anders. Ja, Gott hätte sie auch erschaffen können, dass sie Äpfel essen. So. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Gleichberechtigung sein muss. Es gab es nie, Gleichberechtigung. Die Frauen waren immer anders als die Männer. Wenn du Gleichberechtigung haben willst, okay. Ich habe letztens ein Interview von John McEnroe gesehen. John McEnroe wurde riesig kritisiert von diesen ganzen Irren, Liberalen und so weiter. John McEnroe war damals ein Superstar im Tennis, vielleicht viele von euch kennen den gar nicht. So wie jetzt beispielsweise Nadal und so, wie die alle heißen, ich kenne mich mit Tennis gar nicht mehr aus. Ja, aber wie gesagt, Rafael Nadal oder wie der hieß, oder Roger Federer, genau, das hat ja jeder schon mal gehört. So, das war damals ein Tennis-Superstar. Und er hat über diese Williams, oder wie die heißt, diese Tennisspielerin gesagt, sie ist die beste weibliche Tennisspielerin. Und da haben die sich schon mal aufgeregt. Warum sagst du die beste weibliche Tennisspielerin? Und dann meinte er so, ja, wenn die bei den Männern mitspielen würde, dann wäre die an Rang 700 oder so. Und da haben sie sich darüber aufgeregt. Ja, warum redest du so schlecht über... Was sagt er? Ich finde, sie ist eine super Tennisspielerin, aber die ist nun mal eine Frau. Lass sie bei den Männern mitspielen, hat sie keine Chance. Dann sagt er, guck mal, ich war die Nummer 1 in der Welt. Wenn ich heute mitspiele, bin ich an 1500er Stelle. Ich bin heute 5. Ich weiß, wie alt er ist. Der ist vielleicht an die 60, geht der vielleicht mittlerweile. Ja? Der ist vielleicht, also auf jeden Fall über 50. Dann bin ich 1500er in der Welt, wenn ich heute mitspiele. Weil ich einfach älter geworden bin. Diese Leute wollen uns das Gehirn verpesten. Seit Jahrtausenden war es so,
Es wird rausgeholt, ein Kind wird aus dem Bauch rausgeholt. Dann siehst du entweder ein weibliches Geschlechtsorgan oder ein männliches Geschlechtsorgan. Wenn es ein weibliches Geschlechtsorgan ist, ist es ein Mädchen, ansonsten ist es ein Junge. Das ist der normale Lauf der Dinge. Und wir reden nicht von irgendwelchen Missbildungen, die es einmal unter was weiß ich, wie viele Millionen oder Milliarden Menschen gibt. Sondern wir reden von der Regel. Das ist das Normalste der Welt. Habe ich meinen Sohn im Kindergarten angemeldet, der ist 5. Dann steht da Geschlecht männlich, weiblich oder D. W, M, D wie divers. Das ist doch ein Irrenhausstoff. Da darf es doch nichts was gegen sagen. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, weil ich finde das erstmal wichtiger. Ich finde das ist das ganze Vorwort von meinem Vortrag und ich finde das eigentlich wichtiger als über das Thema, als das Thema selber. Warum? Weil der Islam muss nicht friedlich sein. Wenn ich jemanden davon überzeugen will, dass der Islam friedlich ist, dann findet der immer irgendetwas, was sagt, ja, aber den Vers könnte ich ja so verstehen. Ich gebe euch ein anderes Beispiel dazu. Es hat jemand geschrieben auf der YouTube-Seite hat er geschrieben, den Vers aus dem Koran, wo steht, und schlagt sie, die Frauen. Da habe ich dazu gesagt, da gibt es Interpretationen zu. Ja, gibt es Interpretationen zu, da muss man auch interpretieren, weil es stimmt, es gibt eine Interpretation. Ist ja nicht so einfach, als wenn ich die Frau zusammenschlagen kann oder was. Ja, aber ich habe nicht damit angefangen, ihm das zu interpretieren. Warum? Weil das ihn gar nicht interessiert. Und weil das für mich uninteressant ist, im Sinne, ihn zum Islam einzuladen. Für mich ist wichtig, ihm zu zeigen, dass sein Maßstab sinnlos ist. Und da der ein Christ war, habe ich gesagt zu ihm, okay, du willst also sagen, dann habe ich eine Frage an dich, du willst sagen, es ist unmöglich, dass Gott diese Regel von einem Klaps geben, habe ich gesagt, oder nehmen wir zur Diskussion einfach zusammenschlagen, wie du sagst. Du willst sagen, es ist unmöglich, dass Gott diese Regel herabsendet? Dann hat er geschrieben, es ist mit meinem biblischen Gottesverständnis nicht vereinbar. Habe ich unter allen Umständen gefragt, damit er nicht nachher fliehen kann, weil ich kenne die Heinis. Ja? Weil wenn du musst ihn erstmal festnageln, ja? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Ja. Glaubst du, dass Gott alles weiß? Ja. Lügt Gott? Nein. Okay, Jesus lügt nicht, Jesus weiß alles, Jesus ist Gott nach deiner Meinung. Okay, Jesus wird gefahren, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, er weiß es nicht. Hat er gelogen oder wusste er es nicht? So. Ich musste erstmal festnageln, damit er nicht nachher nach da und da schwimmt. Bei ihm habe ich dasselbe gemacht. Da habe ich gesagt, so, okay, unter allen Umständen, okay. Gott sagt laut deiner Bibel, sagt er, beispielsweise in 1. Samuel 15, oder war es 5? Ich habe es jetzt vergessen, ist ja auch egal. Dass man so tötet Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge. Steht bei dir in der Bibel. Du willst also sagen, es ist nicht mit deinem biblischen Gottesbild vereinbar, dass man seine Frau unter bestimmten Umständen, unter bestimmten Bedingungen, indem man vorher ermahnt hat und weil sie etwas Schlimmes gemacht hat, dass man die, der einen leichten Klaps geben kann, das ist nicht erlaubt. So habe ich geschrieben. Wie gesagt, das ist jetzt keine Erklärung über diesen Vers. Den Vers, wenn ich ihn erklären will, will ich tiefer darauf eingehen. Das ist nur angehaucht für die Zuhörer, okay? Aber für dich ist es mit dem biblischen Gottesbild vereinbar, Kinder und Säuglinge zu töten. In der Bibel steht bei dir, dass ein Sohn, genau dasselbe Wort wie im Koran für die Frau, der widersetzlich ist, dass er gesteinigt werden soll. Du sollst so steinigen lassen. Das ist mit dir, das ist für dich mit dem biblischen Gottesbild vereinbar, aber nicht mit diesem Klaps. So, jetzt die Frage, warum habe ich mit ihm so angefangen? Um ihm erstmal klarzumachen, dass diese Argumentation gar keinen Sinn ergibt und vor allen Dingen nicht für ihn, sondern für die, die mitlesen. Weil das Problem ist, selbst viele Muslime und Nicht-Muslime denken, dies wäre der Maßstab zur Findung der richtigen Religion. Und ich habe das tausendfach erlebt. Ich rede mit einer Iranerin und sie erzählt sich, ja, ich bin keine Muslimin. Sie sagt, sie ist Buddhistin.
Ah, du bist Buddhistin? Da habe ich zu ihr gesagt, weil ich kenne die meisten von dieser Fraktion, kenne ich ja. Die meisten von dieser Fraktion sind einfach nur, die wollen keine Regeln haben und so weiter und so fort. Also Iranerin sagt, sie ist Buddhistin. Da habe ich gesagt, echt, Buddhistin ist mir zu schwer. Im Islam darf ich nur kein Schweinefleisch essen, bei euch darf man ja im Optimalfall gar kein Fleisch essen, weil man wird ja wiedergeboren. Könnte ja sein, wenn du bei McDonald's ein Fischmeck isst, hast du deinen Opa gefressen und so. Ach ja, gar kein Fleisch essen, das ist mir auch zu schwer. Ja, dann ist das vielleicht doch nichts für mich. Was ist das Problem bei ihr? Sie will eine Religion finden nach dem, was ihr gefällt. Okay, ich tanze gerne, ich ziehe mich gerne lieb gut an, ich habe gerne einen Freund. Gut, dann gucke ich mal, welche Religion es gibt, die das erlaubt. Islam verbietet das. Ja. Ah, das ist gut. Diese Religion, die nehme ich dann. Es geht also nicht um die Wahrheit, es geht um die eigenen Gelüste. So, hier, gehen wir jetzt auf, ist der Islam eine friedliche Religion oder wie steht der Koran zum Krieg und wie zu Frieden, beziehungsweise der Islam zu Krieg und Frieden? Erstmal das Wort Krieg kommt im Koran insgesamt 6-mal vor, das Wort Frieden und die Ableitung davon kommt 140-mal vor. 140-mal vor. Dann das Wort Islam selber heißt nicht Friede, aber kommt von der Wurzel Salam. Und man kann daraus verstehen, dass das ein Weg ist, diese Unterwerfung, die zum Frieden führt. Aber nochmal, Islam heißt nicht Friede. Und das ist auch sehr, sehr schädlich, weil viele sagen, Islam heißt Frieden. Linguistisch heißt es nicht Frieden. Und wenn uns dann einer vorführt und sagt, guck mal, wir haben hier ein Wörterbuch, da steht nichts von Friede, dann stehen wir wie die Deppen da. Das wurde leider sehr, sehr weit verbreitet. Bei der Verbreitung der Religion muss man immer die Wahrheit sagen. Ja, und so war der Prophet a.s.w. gewesen. Wir bringen uns damit in eine Situation, die dazu führt, dass wir als Lügner überführt werden können. Ja. Weil das sehr, 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 sehr missverständlich ist. Dann sag lieber, der Islam führt zu Frieden. Der Islam ist die Religion, und das ist richtig. Warum das Wort Islam? Ja, dann die Esma, dann ein Wort, ein Name des Paradieses, Darus Salam, das Haus des Friedens. Das heißt, tatsächlich führt der Islam in dem Sinne zum Frieden. Und der Frieden ist etwas Anstrebenswertes aus diesem Verständnis heraus. Dann ein Name von Allah ist Salam, das ist der Friedenstifter. Dann der hässlichste Name bei Allah, Hadith in Sunan Abi Dawud 5074, ist Harb. Deswegen hat der Prophet es auch verboten, dass einer seiner Enkelkinder Harb genannt wird. Enkelkinder oder Urenkelkinder. Krieg. Harb bedeutet Krieg. Dann sagte der Prophet, alayhi salatu wasalam, und das ist ein sehr wichtiger Hadith. Ya ayyuhan nas, la tatamannu liqa' al-adu. O ihr Menschen, wünscht euch nicht das Treffen auf den Feind. Das heißt, wünscht euch nicht das Treffen auf den Feind. Das heißt, dass es nicht zum Kampf kommt. Das heißt, man sollte das eigentlich umgehen. So. Was'alullah al-afiyah. Und bitte Allah um al-afiyah. Das ist die Unversehrtheit. Problemlosigkeit. Krieg bringt immer Probleme. Fa'idha laqitumuhu fasbiru. Und wenn ihr den Feind trefft, dann seid standhaft. Wa'alamu anna al-jannata tahta dhilal al-suyuf. Und wisse, dass das Paradies unter den Schatten der Schwerter ist. Das heißt, ja, das stimmt. Der Dschihad ist eine gottesdienliche Tat, aber wünsche dir nicht das Treffen auf den Feind. Ja? So. Dann haben wir zum Beispiel Sure 49, Vers 12. Dort sagt Allah, Surat al-Hujurat, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allah atkakum. O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen kreiert, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Sag nicht, damit ihr euch gegenseitig bekämpft. Ja, das ist eine wichtige Grundlage hier. So, dann, das ist übrigens medinesisch, weil viele sagen, ja, das ist aber eine mekanische Sure. Nein, das ist eine medinesische Sure. Und das ist sowieso eine allgemeine Bedeutung. Ja, Nasir und Mansuch, Abrogierendes gibt es nur bei Ahkam, bei Regelungen. Okay? Dann,
Sure 8, Vers 61. Ja. Sure 8, Vers 61, ich schlage das mal kurz auf, das Surat al-Anfal. Surat al-Anfal ist eine Sure, die herabgesandt worden ist mit, in Verbindung mit welchem, welcher Schlacht? Mit der Schlacht von Badr. Ja? So 8, Vers 61. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu. Ja, das heißt, wa in janahu lis-salmi, ja, fajnah laha. Wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich dem Frieden zu. Das bedeutet, wenn die aufhören, dich zu bekämpfen. Davor ist ein Vers, der sehr interessant ist. Und da sagt Allah, wa'iddu lamastata'tu min quwwatin. Ja, das bedeutet, und bereite für sie vor an Kraft und an kampfbereiten Pferden, was ihr könnt, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt. Allah aber kennt sie, und was immer ihr auf Allahs Weg ausgeht, wird euch in vollem Maße zukommen. Und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Dann sagt er, danach, wenn sie aber dem Frieden zuneigen, so neigt doch ihr euch dem Frieden zu. Warum ist dieser Vers interessant? Dieser Vers, wa'iddu lahum istata'tu min quwwatin, ja, bereite für sie vor an Kraft, wa min ribatil khayl, und an Streitrossen, was ihr könnt, ist einer der Hauptargumente. Turhibuna bihi adu Allahi wa aduakum. Das heißt, womit ihr den Feinden Allahs und euren Feinden Angst einjagt, das ist einer der Verse, die Muslime benutzen, die Terroranschläge für legitim halten. Und dieser Vers ist sowas von falsch für sie. Sowas von falsch gedacht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier nicht, weil sie sagen zum Beispiel, ja, wir machen einen Anschlag in der U-Bahn, weil Allah sagt ja im Koran, hier, bereitet für sie vor an Kraft, und damit sind übrigens Bogen und so weiter gemeint, und Ribatul Khail, das heißt Streitrosse, warum, um ihnen Angst zu machen? Das heißt, wir machen denen damit Angst, wir sollen den Kuffar Angst machen, also machen wir einen Anschlag. Hey, Allah sagt nicht, geh nachts in ihre Häuser, schlachte sie ab, um ihnen Angst zu machen. Er sagt nicht, schmeißen Steine auf die und brenne ihre Häuser nachts an, um ihnen Angst zu machen. Er sagt, bereite für sie vor, das heißt, rüste auf. Warum, was passiert durch Aufrüstung? Durch Ausrüstung schreckst du ab. Was denkt ihr, warum jetzt Russland noch nicht direkt angegriffen worden ist von der NATO? Stell dir vor, Russland wäre Finnland und die hätten die Ukraine angegriffen. Na klar, die hätten schon am ersten Tag in sie die angegriffen. Am ersten Tag schon. Aber warum? Weil die wissen, die haben Atombomben, die wissen, die haben Waffen, also greifen die die nicht an. Das ist das Normalste von der Welt, wenn du weißt, jemand hat Waffen. Stell dir mal vor, die Polizisten würden ihre Waffen nicht tragen. Wie viele Polizisten würden angegriffen werden? Okay, das wollte ich nur an dieser Stelle erwähnt haben. Also das heißt, wenn sie sich dem Frieden zuneigen, so neige auch du dich dem Frieden zu. Das zeigt, wie der Islam zum Frieden steht. Der Islam fördert den Frieden. Dann, Sure 22, Vers 39 und 40. Das ist der erste Vers, der wegen Dschihad offenbart wurde. Es ist Surat al-Hajj, ja? Surat al-Hajj sagt Allah: Udhina lil-ladhina yuqataluna bi-annahum dhulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Es ist für diejenigen erlaubt worden zu kämpfen, weil sie bekämpft wurden, weil ihnen Unrecht zugefügt wurde, und Allah hat die Macht, ihnen zum Sieg zu verhelfen. Dies ist der Vers, der offenbart wurde, nachdem der Prophet ausgewandert ist. Das ist Sure 22, Vers 39 und 40. Surat al-Hajj, Vers 39 und 40. Ja? Das heißt, warum wurde ihnen das Kämpfen erlaubt? Weil sie bekämpft wurden und ihnen Unrecht zugefügt wurde. Womit wurde ihnen Unrecht zugefügt? Muss man sich jetzt mal zergehen lassen, weil das ist ja auch eine Geschichte, über die man nachdenken muss. 13 Jahre
war der Prophet alaihi salam zum Islam am Rufen. Was ist in dieser Zeit alles passiert? Folter, wie zum Beispiel Bilal. Das heißt, die Muslime wurden gefoltert. Khabab bin Arad. Khabab bin Arad, man hat ihm auf heiße Kohlen gelegt, sodass sie die sich in den Körper hineingebrannt haben. Und er riechen konnte, wie sein Fleisch verbrennt und hören konnte, wie sein Fleisch verbrennt. Bilal, man hat einen dicken Stein auf ihn drauf. Folter, Mord, Sumayya, ihr wurde ein Speer in den Unterleib hineingestochen. Ihr Ehemann wurde getötet. Ammar, ihr Sohn, wurde gefoltert. Das heißt, die Muslime wurden gefoltert. Dann, voller Körper verletzt. Der Prophet wurde mit Steinen beworfen. Boykottiert, wirtschaftlich boykottiert, sodass sie Hunger leiden mussten im Boykott vom 7. bis zum 10. Jahr. Dadurch gab es die Auswanderung nach Habascha. Guck mal, die Heimat zu verlassen, gerade zur damaligen Zeit, ist nicht etwas Einfaches. Dann die nächste Auswanderung nach Medina. Dann Diskriminierungen ohne Ende. Beschimpfungen, Diskriminierungen. Und dann die Vertreibung, wodurch es zu der Auswanderung kam. Mordpläne gegen den Propheten. Und dann der Raub des Hab und Guts der Muslime. Was ist denn passiert mit dem Hab und Gut, was sie hatten? Suhayb Rumi wollte auswandern. Dann haben die gesagt, du bist hier arm hingekommen, lass deine ganzen Sachen hier. Das heißt, die haben alles verloren. Alles haben die Muslime verloren. Das heißt, und dann wurde ihnen erlaubt, zu kämpfen. Das heißt, von wem ging denn die Aggression zuerst aus? Ganz klar von den Muschrikun. Sie haben getötet, sie haben gefoltert, sie haben vertrieben, sie haben geraubt, sie haben diskriminiert, sie haben alles getan und verletzt. Alles war dabei. So, das heißt, weil der Prophet a.s.w. hatte drei Kriegsparteien, gegen die er gekämpft hat. Bei denen wieder Untergruppen. Muschrikun, also Götzendiener der Araber, in diesem Fall die Quraysh. Dann Juden, Benunah mit den verschiedenen Stämmen und Christen, ganz am Ende. Alle diese Konflikte, wenn man sie sich genau anschaut, gingen die Aggression immer von den anderen aus. Ist so. Aber da kommen wir nachher noch zu. Dann Sure 2, Vers 190. Sure 2, Vers 190. Interessanter Vers über den Dschihad. Ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes sagt. Da sagt er: Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Das heißt, was ist hier der Grund des Kampfes? Die Aggression der anderen. Was machen natürlich die Islamhasser? Die nennen nur den Vers, der danach kommt, weil er kommt und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Und vertreibt sie, aber den Vers danach nennen sie schon nicht, und vertreibt sie von wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer im Kämpfen, als Kämpfen. Kämpft jedoch nicht gegen sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort zuerst gegen euch kämpfen. Wenn sie aber dort gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcher Art ist der Lohn der Glaubensverweigerer. So, was kommt jetzt als nächstes? Jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste Vers. Den nennen sie dann nicht. Wenn sie jedoch aufhören, so ist Allah allvergeben und barmherzig. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und die Religion allein Allahs ist. Dass man die Religion frei praktizieren kann. Ja. Wenn sie jedoch aufhören, dann darf es kein feindseliges Vorgehen geben, außer gegen die Ungerechten. Das ist der Vers. Aber die Islamhasser bringen nur das und diejenigen von den Muslimen, die einfach nur auf Gewalt aus sind, die bringen auch genau das, was die Islamhasser bringen. Die bringen nicht den ganzen Koran. Muss man so sagen, wie es ist. Was heißt hier und übertreibt nicht? Was heißt das? Das heißt, sogar bei der Kriegshandlung soll man nicht übertreiben. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Das heißt, hier, das ist der Tafsir von Ibn Kathir übrigens. Ja, damit wir nicht sagen, denken,
erzählen irgendwas, was noch nie jemand gesagt hat und zaubern uns unsere eigenen Sachen aus dem Hut. Ja? Ay qatilu fi sabi wa la ta'tadu fi dhalik wa yudkhilu fi dhalik al-irtikab al-manahi. Und darin tritt ein, dass man Dinge macht, die verboten sind. Kama qala al-Hasan al-Basri, so wie der Hasan al-Basri gesagt hat, ja? Das heißt die Entstellung Ulul und Töten von Frauen, Kindern und alten Leuten. Das heißt, alte Leute nicht mehr am Krieg teilnehmen können. Al-Ladina la raya lahum wa la qitala fihim. Wal-Ruhban und Ruhban, das heißt Mönche, weil die nichts mit dem Kampf zu tun. Wa-Sahabu Sawami, Leute der Klöster. Wa-Tahrikul Ashjar, Leute der Klöster. Wa-Tahrikul Ashjar, Verbrennen von Bäumen. وقتل الحيوان لغير مصلحه und töten von Kindern ohne einen töte von Tieren ohne eine Maslaha, einen Nutzen davon zu haben. Das heißt, in manchen Fällen Bäume abzuhacken und so weiter kann in manchen Fällen erlaubt sein. Frauen und Schuyuch und Kinder ist natürlich, wenn die sich selber am Krieg beteiligen. Heißt ja nicht, eine Frau läuft mit der Kalaschnikow rum und nee, ich darf ja keine Frau töten. Das ist damit gemeint. Das ist eigentlich, es gibt keine Botschaft von dieser Perspektive her, religiöse Botschaft, die so nah dran ist an dem, was beispielsweise heute als Menschenrechte und Konventionen und so weiter, Kriegsregeln allgemein akzeptiert wird. Islam ist der Erste, der das so gebracht hat in dieser Form. In Nummer 31 steht, ja, und tötet Männer, Frauen, männliche Kinder. Ganz klar und deutlich. So. Jetzt ist die Frage, welche Argumente, wenn hier steht, ganz klar im Koran, und der Prophet, und das wird ja durch die Sunna erklärt, für die Leute, die Sunna leugnen. Weil die Sunna erklärt das. Der Prophet sagt, tötet diese Person. Okay? So, an vielen Stellen. Kinder, Frauen und so weiter. Wie kommen dann Leute dazu, es zu rechtfertigen, Anschläge zu machen auf beispielsweise Supermärkte, Flughäfen und so weiter oder Diskos, Fußballstadien. Wie kommen Leute dazu, wo es unvermeidbar ist, solche Leute zu töten? Wo man praktisch gezielt solche Menschen tötet. Ja? Wie kommen die darauf? Das ist hier, weil das ist etwas, was viele nicht wissen. Die Terrorbefürworter der Muslime argumentieren weniger mit diesen Versen, sondern sie argumentieren mit ihren eigenen Prinzipien. Sie sagen, diese Leute sind nicht geschützt. Warum? Weil die in einer Demokratie leben. Und die haben ja die Regierung gewählt, die uns bekämpft. Was sagen wir dazu? Hier, diese Gruppen, wo der Prophet befohlen hat, die Frauen nicht zu töten, die Kinder nicht zu töten, die Greise nicht zu töten, da hatten die Greise und die Mönche, und so weiter mehr Einfluss gehabt auf die Politik der Führer. Greise sind alte Menschen. Mehr Einfluss gehabt auf die Politik der Menschen zur damaligen Zeit. Zur damaligen Zeit, es gab Dao Nedwa in Mekka, wo sich die Führer getroffen haben. Und einen gewissen Einfluss konnte da auch die einzelne Frau haben oder der einzelne ältere Mensch. Aber der Prophet hat es verboten. Warum? Weil sie sich nicht am Kampf beteiligen. So, dann kommen sie mit Sure 2, Sure al-Baqarah, Vers 194. Das ist sehr, sehr interessant, ist das. Ja? Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in Sure 2, Vers 194, dort sagt er, فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Wer gegen euch übertritt, hier steht ja, ihr dürft nicht übertreten, wer gegen euch übertritt, so übertretet ihn gegen ihn im gleichen Maße. So, schauen wir uns aber den ganzen Vers an, okay? So, denn der Vers beginnt so. Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat. Ja, das ist Rajab, Dhulqa'dah, Dhulhijjah und Muharram. Okay? Und für die unantastbaren Dinge ist Wiedervergeltung. Das heißt, man sollte in den Schutzmonaten nicht kämpfen.
wenn jemand gegen euch übertritt, das heißt, die bekämpfen euch in den Schutzmauern, geht auch ihr im gleichen Maß gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Ja. Das heißt, es geht nicht darum, dass man Kinder und Frauen und so weiter auf einmal töten kann, weil die können ja nichts dafür, was die Männer machen. Okay? Und da gibt es auch bestimmte Erklärungen in anderen Tafsir, die das nochmal bestätigen. Das heißt, diese Argumentation ist falsch. Dann gibt es eine Argumentation mit einem Katapult. Es wurde mit einem Katapult geschossen, bei der Schlacht von Taif, über die Mauer drüber. So. Und jetzt hätte es sein können, dass eventuell auch bestimmte Zivilisten getroffen, ich sage jetzt mal Zivilisten getroffen werden. Hier ist aber folgender Punkt. Das Ziel war, die Soldaten zu treffen. Das kannst du aber nicht sagen bei einem Anschlag auf einen öffentlichen Marktplatz, wenn du mit einem Bus in eine Menschenmenge reinrast. Deswegen sind auch beispielsweise bei dem Anschlag von Nizza 25 muslimische Kinder getötet worden, weil du bist in ein Kinderkarussell, in der Nähe eines Kinderkarussells eine Menschenmenge reingerast. Deswegen sterben auch immer bei diesen Anschlägen muslimische Frauen und Kinder. Das heißt, das ist eine ganz andere Situation. Es ist nicht wie, da hinten steht die feindliche Armee und ich schieße rüber und dann läuft beispielsweise eine Frau dazwischen. Ja, okay, da kann ich auch nichts für. Weil die muss sich halt zurücksetzen. Wenn die ihre menschlichen Schutzschilder nehmen, wir können es ja nicht austricksen lassen. Aber hier ist es so, dass spezifisch ohne Kriegsankündigung oder manchmal auch mit Kriegsankündigung, aber das ist ja keine, die man wirklich ernst nehmen kann in dem Sinne, in öffentliche, guck mal in Berlin, der Anschlag auf den Marktplatz. Da wurde gezielt in eine Menschenmenge reingefahren. Das kann man nicht mit dieser Katapultgeschichte legitimieren. Und das ist übrigens auch die Aussage von einem, von Al-Qaida, von Anwar al-Awlaki, der Unterricht auf Englisch macht. Er sagt ganz klar, dass diese Geschichte nicht benutzt werden kann für Anschlag auf Zivilisten. Geht nicht. Okay. Dann gibt es nächtliche Überfälle, wo die zum Beispiel nachts überfallen haben und es könnte sein, dass man jemanden nicht erkennt und zufälligerweise eine Frau getötet wird. Das ist genau dasselbe mit dem Katapult. Das sind die Argumente der Terrorbefürworter. Und ich habe das jetzt nur kurz zusammengefasst. Wer mehr darüber wissen will, sollte ich meinen Vortrag anschauen, Widerlegung der Argumente der Terrorbefürworter. So. Dann haben wir Sure 9, Vers 36. Ich mache das nur, damit es kürzer geht, zähle ich das nur auf Arabisch auf. Sure 9, Vers 36, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ. Das heißt, und kämpft gegen die Götzen allesamt, wie sie gegen euch allesamt kämpfen. Das heißt, wir haben es hier schon mit einer Kriegssituation zu tun. Von wem ging der Krieg aus? Das haben wir eben schon gesagt. Von den Götzendienern. Ganz klar und deutlich. Und übrigens, die haben die Muslime sogar noch bedroht, die Ansar bedroht, als die Muslime ausgewandert sind nach Medina. Und als sie nach Abessinien ausgewandert sind, ist Amr ibn As nachgeschickt worden, um bei dem Najashi dazu zu führen, dass die Muslime zurückgebracht werden und gefoltert werden. Das nur mal so nebenbei. So, dann haben wir Sure 9, Vers 13. Sure Toba, Vers 13. Und Sure Toba ist übrigens offenbart worden in Verbindung mit der Schlacht von Tabuk, wo der Prophet, wo sich die Nasara, die Christen gesammelt haben, tausende Soldaten, um die Muslime anzugreifen, der Prophet ihnen dann sozusagen entgegengeritten ist nach Tabuk. So, dort steht, wollt ihr nicht gegen Leute kämpfen, die ihre Eide gebrochen haben und vorhaben, den Gesandten zu vertreiben, wobei sie zuerst gegen euch mit Feindseligkeiten anfingen? Das heißt, die Feindseligkeit ging zuerst von wem aus? Von den Muschrikun, die ihre Eide gebrochen haben. So dann, Sure 60, Vers 8. Sehr wichtiger Vers, medinesische Sure. La yanhaakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi dinikum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim.
Allah hat euch nicht verboten, gegenüber denjenigen, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpft haben und die euch nicht wegen und aus euren Häusern vertrieben haben, mit ihnen mit Güte umzugehen und Gerechtigkeit. Wahrlich, Allah liebt die Gerechtigen. Liebt die Gerechten. So, lese ich kurz etwas vor. So. Da sagt er, weil einige gibt es jetzt, die sagen, dieser Vers sei abrogiert worden durch die Dschihad-Verse. Das heißt, diese Regel galt vorher, nachher galt die nicht mehr. Okay? Und die Islamfeinde und auch die Terrorbefürworter nehmen dann immer solche Aussagen. Wir müssen aber wissen, es gibt oft Meinungsverschiedenheiten. Gerade wenn wir es mit Tafsir zu tun haben, gibt es dann Leute, die haben diese Aussage und Leute haben die jene Aussage. Und zu sagen, etwas ist abrogiert, da gibt es wichtige Bedingungen zu. Erstmal, ich muss wissen, dass etwas später offenbart wurde. Und das Wichtigste ist, es darf keine Möglichkeit geben, diese zwei Dinge miteinander zu verbinden. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht sagen, Alkohol ist verboten und Alkohol ist haram, ist halal. Geht nicht. Entweder das eine oder das andere. Ja? Es gab zum Beispiel eine Sache, die abrogiert worden ist, das, was das Feuer berührt hat, Fleisch. Wenn man das gegessen hat, musste man Wudu machen. Ja. Es wurde abrogiert. Andere Sache, die abrogiert wurde, es war verboten, Friedhöfe zu besuchen. Der Prophet a.s. sagte dann, Nahaitukum an ziyaratul kubur, fazuruha fa inna tudhakirukum al-akhira. Ich habe euch verboten, Friedhöfe zu besuchen. So besucht sie nun, das heißt, ich erlaube es euch, denn sie erinnern euch an das Jenseits. Am Anfang hat es ihnen verboten. Frauen aber dennoch verboten. Die Meinungsverschiedenheit, die hier besteht, ist... Wenn sie da rumheulen. Die Meinungsverschiedenheit, die hier besteht, ist bezüglich Frauen. Ob es für Frauen immer noch verboten ist und diese Meinungsverschiedenheit geht hervor, ja, weil es bestimmte Hadithe gibt, wo der Prophet zum Hart über Frauen geredet hat, die Gräber besuchen. Aber es gibt einen anderen Hadith, wo der Prophet eine Frau an einem Grab sieht. Und sie ist traurig wegen ihrem Mann, am Weinen wegen ihrem Mann. Dann sagt der Prophet, geht an ihr vorbei und sagt, sei standhaft, isbiri. Dann sagt sie frech zum Propheten, weil sie nicht gemerkt hat, dass es der Prophet ist, hier ist nicht das passiert, was mir passiert ist. Nachher hat sie rausbekommen, dass das der Prophet war, und da wollte sie sich entschuldigen, da meinte der Prophet, As-sabru inda sadmatil ula. Die Geduld ist beim ersten Schlag, nicht beim danach. Man muss direkt geduldig sein. Ja? Nützt nichts, wenn du erstmal ungeduldig warst, und dann sagst du, na, so, die Geduld ist beim ersten Schlag. Wäre es verboten gewesen, Gräber zu besuchen, hätte der Prophet zu ihr gesagt, hey, du darfst keine Gräber besuchen. Das hat er nicht zu ihr gesagt. Deswegen, die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass das für Frauen auch abrogiert ist, dass aber vorher bei Frauen das Verbot mehr betont wurde, weil die Frauen da oft gerade bei den Gräbern sich nicht beherrschen können. So. Jetzt sagt Imam Tabari in seinem Tafsir, zu diesem Vers in Surah Mumtahina, Vers 8. وَأَوْلَ لُقْوَى فِي ذَلِكْ بِالسَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالْ اُنْيَ بِذَلِكْ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي دِينِ مِنْ جَمِيْ أَسْنَافِ الْمِلَّ وَالْأَدْيَانِ. Er meint also, dass damit alle Religionen gemeint sind, ja, alle Religionen gemeint sind, ja, weil und alle Religionen und Glaubensrichtungen gemeint sind. Also nicht nur bestimmte Glaubensrichtungen, ja. Warum? Lem yuchassis bi baden baden. Also es wird nicht in dem Vers die eine oder andere Religion spezifisch genannt, ja. Und dann wird weitergegangen, da wird darüber geredet, dass wenn Leute im Krieg sind, ja sowieso
die nicht damit gemeint werden können. Hier auch eine Sache, die Sheikh Uthaymin allgemein sagt. Ja. Die Sheikh Uthaymin beispielsweise sagt. Ja? Er sagt hier Folgendes. Das heißt, das ist das, was ich eben gesagt habe. Das heißt, dass es unmöglich ist, die zwei Beweise zusammenzunehmen. Das heißt, der Befehl des Kampfes ist gegen Leute, die kämpfen und Leute, die feindlich gegenüberstehen. Aber das ist ja sowieso schon in dem Vers, weil Allah sagt, Allah hat euch nicht verboten, diejenigen mit Güte zu behandeln, die was machen, die euch nicht wegen der Religion bekämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben. Okay? Und hier kommt jetzt ein Vers, der ganz wichtig ist in diesem Begriff, weil der nicht abrogiert wurde mit Konsens der Gelehrten. Der ist in Surat al-Luqman. In Surat al-Luqman sagt Allah über die Eltern, dass man ihnen gütig sein muss. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ فَلَا تُطِيحُمَا. وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Das heißt, begleite sie in der Dunya mit Güte, mit Gutem. Das heißt, die Eltern, die versuchen, dich zum Schirk zu führen, gehorche ihnen nicht, aber sei trotzdem gut zu ihnen. Sura 31, Vers 15. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Vers in diesem Bereich. Ja? So, dann gehen wir nochmal kurz auf einige Sachen über. Karawanenüberfälle, wird gesagt, der Prophet hat Karawanenüberfälle gemacht. Ja, an wen? Die vor den Muslimen ganz gut geklaut haben. Dann, der Krieg gegen die Juden war immer, wenn die Juden entweder einen Vertrag gebrochen haben oder beim Bekämpfen des Propheten geholfen haben. Der Krieg gegen die Christen war, als die Christen, hat er angefangen bei der Schlacht von Murta, als die Christen einen muslimischen Boten getötet haben. Der Krieg gegen die Muschrikin haben wir schon geredet drüber. Dann dieser Krieg, diese Kriege, die geführt wurden. Insgesamt sind bei dem ganzen Krieg wie viele Nichtmuslime gestorben? 1022. Bei allen Kriegen zusammen. Und insgesamt 262 Muslime. Ja? Schau dir dagegen mal die Atombombe an und Churchill in Dresden an und so weiter und so fort, wo ganz klar Zivilgesellschaften bombardiert wurden. 60 Millionen Menschen getötet worden durch Hitler, sagt man, 50 Millionen durch Stalin, 40 Millionen durch Mao Zedong. Das sind diese Schätzungen. Das heißt, wenn wir die Zeit des Propheten, natürlich sind das andere Zeiten mit anderen Waffen, mit anderen Bevölkerungsmaßstäben, aber das zeigt, wie falsch das von diesen Islamhassern dargestellt wird. In all diesen Kriegen, ihr müsst euch vorstellen, bei der Schlacht von Murta haben die Muslime mit 3000 Muslimen gegen 200.000 Römer gekämpft. Khalid ibn Walid hat 9 Schwerter krumm geschlagen. In diesem Kampf. Das war die erste Schlacht, wo er übrigens dabei war. Und insgesamt sind 1022 dabei gestorben. Wie gesagt, ich glaube, das gibt ein allgemeines Bild. Man könnte natürlich noch viel mehr dazu erzählen, aber wir haben eine Stunde 38 darüber gesprochen und deswegen beende ich das jetzt mal. Alles, was richtig war, war von Allah. Alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً.